Hallo meine Damen und Herren, willkommen zum heutigen Video. Es geht um eine Sicherheitslücke, die Valve scheinbar seit 2 Jahren einfach so offen stehen lässt und sogar die Leute, die diese Lücke gefunden haben, zum Schweigen gezwungen hat. Heute also ein kleines Spezialvideo. Normalerweise kommt ja das Overwatch-Experiment, aber das hat jetzt doch mein Aufsehen erregt. Die Quelle ist unten verlinkt, der Standard, so nennt sich die Seite. Und dort prangert ganz fett der Titel folgendes an. Schwere Vorwürfe, Valve soll kritisches Sicherheitsleck in CSGO seit Jahren ignorieren. Also seit 2 Jahren. Wenn man da ein bisschen weiter reinliest. Dieses Sicherheitsleck wurde von einem Hacker-Kollektiv gefunden und dann eben auch an Valve weitergegeben, die sich selbst den Secret Club nennen. Und die Geschichte ist, wie gesagt, vor 2 Jahren bereits an Valve geschickt worden. Über dieses Leck kann man nach Angaben von diesem Hacker-Kollektiv über die Invite-Funktion in den Source-Games, wie eben zum Beispiel Counter-Strike, Leute hacken. Also einfach über den Spiel-Invite. In diesem Beitrag sind auch 3 kleine, kurze Videos mit enthalten, die sie auf Twitter geteilt haben. Könnt ihr euch auch reinballern, wie gesagt. Steht alles in der Beschreibung drin. Ich gehe gleich noch ein bisschen genauer auf dieses Leck ein. Aber was ich richtig krass fand, ist, dass sie, wie gesagt, Valve Bescheid gegeben haben. Valve das gar nicht anerkannt hat und stattdessen, so die Hacker weiter, habe Valve mit nicht näher genannten Mitteln die Gruppierung daran gehindert, öffentlich über ihre Entdeckung zu sprechen. Das ist schon echt krass. Also man sieht hier, wie gesagt, verlinkte Videos vom 10. April 2021, also gerade von letztem Monat noch recht frisch. Da haben sie dann in Videoform gezeigt, wie die ganze Sache aussieht, wie dieser Leak aussieht, wenn man ihn benutzt. Und Valve scheint es einfach nicht zu interessieren. Warum die ganze Sache jetzt 2 Jahre später auf einmal rausgekruschelt wird, weiß ich nicht genau. Vielleicht liegt es ja genau an einem der nicht genannten Mittel, die genutzt wurden, um die Gruppierung zum Schweigen zu zwingen. Vielleicht haben sie irgendwie einen Vertrag, Rechtsvertrag oder irgendwas gehabt, wo es halt dann hieß, 2 Jahre Stillschweigen, sonst kriegt ihr die Hucke voll. Ich weiß es nicht, es wirkt nur merkwürdig, dass sie jetzt auf einmal die ganze Sache hochfahren, wo es doch schon 2 Jahre verjährt ist. Bei diesem Leak handelt es sich um eine Remote Code Execution Schwachstelle. Das heißt, der Angreifer kann einfach Code auf dem System des Opfers ausführen lassen oder eben ausführen. Dazu schreiben sie hier ziemlich passend, im schlimmsten Fall könnte also aus dem Steam Invite ein Angriff auf das komplette System werden. Also der ganze PC kann attackiert werden, nicht nur Steam und Skins und der Steam Account und sowas, sondern alles. Im Punkt darauf sprechen sie auch davon, dass es Demonstrationen gab, die sie Valve eben vorgeführt haben und darauf kam keine Reaktion. Unter anderem haben sie gezeigt, dass sie einfach einen Community Server hijacken können und alle Spiele, die darauf verbunden sind, angreifen können und halt eben nicht nur ihre Steam-Benutzerdaten, Passwörter und sowas snacken und eben auch die Skins, sondern auch dann die PCs verseuchen können. Also du spielst einfach auf einem Server und bist genudelt. Man erinnert sich, vor 1 oder 2 Jahren ging es ja auch in diese Richtung mit dem API-Hack. War das der API-Hack? Oder, dazu meine Frage direkt an alle, die sich damit vielleicht ein bisschen besser auskennen, ist das der API-Hack? Nur nochmal aufs Neue rausgekruschelt? Damals hatte man ja auch Schiss, dass wenn man zockt, jederzeit genudelt werden kann. Es klingt ja genauso. Es ist irgendwie gar nicht zu glauben, dass das, wie gesagt, schon seit 2 Jahren einfach so funktioniert. Dieser API-Hack oder API-Leak oder was es eben war, der ist aber, glaube ich, auch noch älter. Der war schon vor 1 Jahr über 2, 3 Jahre alt, oder? Da war doch was. An der Stelle muss ich aber unbedingt einhaken und Folgendes sagen. Ich kenne diese Website der Standard nicht und ich weiß nicht, ob die Infos hier drauf der Wahrheit entsprechen. Sanse meint, er checkt es noch, hat es bis jetzt noch nicht gemacht. Ich habe ein bisschen rumgeguckt, mir die Tweets angeschaut und habe auch ein paar bekannte Gesichter auf Twitter dann gesehen, die darauf reagiert haben. Es scheint schon so zu sein, aber wie gesagt, auch in der Vergangenheit gab es immer wieder irgendwelches Gelaber, das dann einfach nur null und nichtig war am Schluss. Darum kackt euch jetzt erstmal nicht ein, ja, von wegen, oh nein, ich spiele jetzt kein Counter-Strike mehr. Eine Sache sollte man aber auf jeden Fall mitnehmen, aber ich denke, das machen die meisten so oder so schon, also ich sowieso aufgrund schon meines Inventars oder der Inventare, nehmt keine Fremden an, die ihr nicht kennt auf Steam, logischerweise, und folgt keinem Invite, um das ihr nicht persönlich gebeten habt. Also das mache ich halt, weil ich ja auf Steam immer dann online bin, wenn ich Livestream, und dann komme ich ja nicht einfach einem Invite nach, weil ich ja selbst gerade halt mein Programm abfahre im Stream, ne? Von daher bin ich da wohl die ganze Zeit mehr oder weniger passiv schon geschützt gewesen. Also ich bin, glaube ich, noch nie einem Invite nachgekommen von einem User, den ich nicht kenne, beziehungsweise einem Invite, das ich selbst nicht angefragt habe. Wenn, dann sage ich immer, lad mich bitte mal geschwind ein und dann, ne? Euch lege ich somit das Gleiche ans Herz. Folgt nicht einfach blind jedem Invite und vor allem nehmt nicht jeden Dödel auf Steam an. Bei den Invites handelt es sich aber nicht um Freundschaftsanfragen, sondern tatsächlich Game-Invites in Source-Spielen.
Also Spielen, die auf der Source Engine basieren. Guckt euch die Sache auch gerne noch selbst an. Ich war jetzt, ja gut, nicht wirklich schockiert. Also vor allem nach diesem API-Scam von letztem Jahr oder von vorletztem Jahr, da wann das war, dachte man sich, komm, es kann ja wohl irgendwie alles passieren. Krass an dieser ganzen Sache finde ich vor allem, dass es hier halt wirklich heißt, dass sie mit nicht näher genannten Mitteln die Gruppierung daran gehindert haben, diese Entdeckung auszusprechen oder die öffentlich zu teilen, bis jetzt. Also das finde ich echt krass. Anstatt dass man da halt irgendwie anders rangeht und sagt, läuft, wir kümmern uns drum oder danke für die Info oder halt auch seid ihr euch da sicher oder irgendwie, man kann ja auch sehr kritisch damit umgehen, aber man muss irgendwie damit umgehen, nicht einfach sagen, sehr merkwürdig. Also ich bin gespannt, was Valve daraus jetzt zaubert. Dieser Beitrag ist vom 12.04.21, also jetzt etwas über einen Monat her. Mal gucken, was sich daraus noch so entwickelt und vor allem, wer von euch da möglicherweise auch noch die ein oder andere Zusatzinformation am Start hat. Im Hintergrund sieht oder hat man ein Arms Race gesehen. Das habe ich eben erspielt. Das ist jetzt schon etwas arg spät. Ich habe reingeschissen wie die Wutz, aber ich habe gewonnen und ich dachte, hey komm, gewonnen ist gewonnen. Was sich Valve vielleicht auch denkt, so von wegen, hey, solange das Geld fließt, ist doch alles Chili. Gut. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Vielen Dank für die Kommentare und die Daumen nach oben. Ich weiß, bei den Kommentaren bin ich etwas weit hinten. Also ich habe noch ein paar, die sind schon einen Monat alt, die ich noch kommentieren muss. Aber ich komme langsam nach. Langsam geht's. Ihr wisst ja, mit dem Haus und das allem drum und dran ist gerade etwas arg viel Arbeit. Wer mit mir gerne über die Sache sprechen will, kann natürlich in die Streams rankommen. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr auf Twitch. Wir daddeln immer gemeinsam. Viewer Games, Giveaways, Pipapo. Kommt dran. Patreons und Kanalmitglieder, lecky schmecky.